Eine On-Off-Beziehung kann emotional sehr belastend wirken. Fast jeder Mensch macht in seinem Leben die Erfahrung einer On-Off-Beziehung. Während das ständige Auf und Ab für Männer keine Folgen hat, sind Frauen oftmals emotional sehr belastet durch das Aufwärmen von Gefühlen. Eine On-Off-Beziehung ist ähnlich kompliziert wie eine Affäre. Sie kann nur funktionieren und befriedigend sein, wenn beide Partner die gleichen Absichten haben. Ist einer von beiden aber verliebt oder empfindet mehr als bloße Anziehung auf körperlicher Ebene, ist die On-Off-Beziehung für den Verliebten eine einzige Qual. Und doch wird er sie nicht aufgeben, weil sie die einzige Möglichkeit ist, mit der geliebten Person zusammen zu sein. Ein klassisches Liebesdilemma. Das Problem bei einer On-Off-Beziehung ist, dass sie keinerlei Substanz neben dem sexuellen Verlangen hat. Wenn Liebe oder tiefe Gefühle im Spiel wären, könnten wichtige und bedeutende gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen geschaffen werden, die eine echte und tragende Verbindung bedeuten. Die blanke sexuelle Anziehungskraft und das Verlangen nacheinander sind zwar schön, werden aber für eine dauerhafte Partnerschaft nicht ausreichen. Wenn eine lange Beziehung gescheitert ist, benötigen die Ex-Partner oft lange, um den Verlust der Partnerschaft zu überwinden. Diese Herausforderung kann überfordernd wirken und zu schwer sein. Dann verfallen die Ex-Partner in alte Gewohnheiten und treffen sich wieder. In den meisten Fällen werden die Gründe für die Trennung jedoch nicht aufgearbeitet und führen unwiderruflich zu einer erneuten Trennung. Diese Spirale kann im schlimmsten Fall zur Endlosschleife werden, wenn man nicht voneinander wegkommt. Wenn einer der beiden Ex-Partner nach gescheiterten Trennungen oder Liebeleien immer wieder zu derselben Person zurückkehrt und diese auf dieses Intermezzo nur wartet, dann nutzt der Fordernde den Lückenbüßer nur aus. Auch das ist eine sehr gefährliche Situation für den Verliebten. Wir haben ein paar Tipps für dich, wenn du unglücklich verliebt bist und dich in einer On-Off-Beziehung befindest. Akzeptier die Tatsache, dass aus euch kein normales Paar werden wird. Frage dich, ob das Aufwühlen der Gefühle das alles wert ist. Denke daran, dass du dir selbst die Chance auf eine echte, gegenseitige neue Liebe verbaust. Hab keine Angst davor, allein zu sein. Es kann sehr befreiend wirken. Tappe nicht in die emotionale Falle. Ein klarer Schlussstrich ist dauerhaft eindeutig die bessere Lösung. Lass dich von unseren Experten zum Thema On-Off-Beziehung und einseitiger Liebe einmal beraten. Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung mit schwierigen Fällen werden sie dir mithilfe von hellsichtigem Kartenlegen den richtigen Weg für deine Zukunft aufzeigen können. Ein spiritueller Ansatz ist bei jedem noch so aussichtslosen Problem eine Inspiration. Wir Menschen funktionieren nun einmal nicht nur durch logisches Denken und menschliche Vernunft. Manchmal braucht es mehr als das. Manchmal benötigen wir für einen neuen Schritt unsere persönliche Entwicklung einfach einen spirituellen Wegweiser. Mediale Beratung mittels Kartenlegen und Hellsehen ist die beste Unterstützung für das Loslassen der On-Off-Beziehung und einen Neuanfang. Befindest du dich momentan in einer On-Off-Beziehung? Welche unangenehmen Erfahrungen hast du damit bisher gemacht? Teile sie doch mit uns in den Kommentaren. Hat dir das Video gefallen? Dann hinterlass einen Daumen hoch oder schreibe einen Kommentar. Mehr Infos findest du auf www.videnzos.net. Dort findest du auch garantiert den passenden Berater für die Fragen, die dir auf dem Herzen brennen, zum Thema Liebe, Seelenpartnerschaft und viele mehr. Besuch uns doch mal. Hast du Lust auf spannende Themen bezüglich deiner Zukunft und was in der Welt der Spiritualität so alles geschieht? Dann abonniere den Videnzos-Kanal und verpasse so keinen unserer Beiträge oder besuche uns direkt auf www.videnzos.net und lese stets einen unserer brandheißen Artikel. Der Link ist in der Beschreibung. Wenn dich eine dringende Frage quält, dann rufe uns doch einmal an und führe direkt dein 15-minütiges Gratisgespräch mit einem unserer Berater. Wir legen größten Wert auf hohe Qualität unserer Beratungen und stellen hohe Ansprüche ans gesamte Team. Also, worauf wartest du noch? Wir freuen uns auf deine Stimme.